Das alte Raubschloss. 1. Die Köhlerfamilie. Tief im Gebirge lebte einmal vor uralter Zeit der ehrliche Kohlenbrenner Ruprecht. Sein hölzernes Wohnhaus stand an einem großen Felsen, dem ein enges grünes Tal umgab. Ein kleiner silberheller Bach floss durch das Tal. Zu Zeiten schwoll er aber fürchterlich an und wälzte dann, weiß von Schaum, abgerissene Felsentrümmer und entwurzelte Bäume mit sich fort. Ringsumher erblickte man eine schauerliche Wildnis. Waldige Berge schlossen das Tal ein, über deren düstere Fichten und Tannen weite in himmelhohe, mit Schnee bedeckte Felsengipfel emporragten. Man sah hier keine Spur von Menschenwerken, als die Köhlerhütte, einige in den Felsen eingehauene Staffeln und den Steg über den Bach, welcher dazu führte. Doch befand sich in einiger Entfernung noch ein alter Steinbruch, dessen buntes Gestein sehr malerisch zwischen grünem Gebüsche hervorschien, und auf einem etwas entfernteren Berge erhob sich der halb zerfallene Turm nebst den Trümmern von den Mauern eines alten Raubschlosses. In dieser tiefen, grünen Einsamkeit wohnte Ruprecht mit seinem Weibe Hedwig und seinen zwei Kindern Niklas und Thekla. Oft kam mehrere Wochen hindurch kein Mensch hierher. Nur Hasen und Rehe ließen sich fast täglich in dem Tale blicken, und manchmal kam am hellichten Mittage ein Hirsch aus den Wäldern herab und trank aus dem Bache. Ruprecht fällte fleißig Holz und brannte bald da, bald dort im Walde Kohlen. Hedwig besorgte die Hauswirtschaft und spann sehr fleißig. Niklas hütete die wenigen Ziegen, die an den steilen Bergen kletterten. Thekla aber weidete die kleine Herde von etwa 10 Schafen, die friedlich in dem grünen Tale und auf dem niedrigen Hügel umhergrasten. Die kleine Familie lebte bei Gottesfurcht, Liebe und Eintracht höchst vergnügt und wünschte sich nichts mehr. Die Kinder meinten, nirgends sei es schöner und herrlicher als in ihrer Wildnis. Den Kindern war Wald und Gebirge ihre Welt. Auch hier fanden sie unter der Anleitung ihres verständigen Vaters und ihrer frommen Mutter einen reichen Schauplatz der Herrlichkeit Gottes. Die niedrigen Erdbeerstauden und Heidelbeersträucher voll roter und schwarzer Beeren machten ihnen viele und große Freuden. Wann die Kinder seltenere, schöne Blumen fanden, brachten sie dieselben voll Freuden nach Hause. Zum Beispiel den purpurroten Fingerhut und das dunkelblaue Eisenhütlein, von deren giftigen Eigenschaften jedoch der Vater sie warnte. An einem Zweige des Spindelstrauchs mit dem unvergleichlichen schönen, kaminroten Früchten, die kleinen Käppchen gleichen, oder an einem Aste voll Eicheln, die in so zierlich grünen Schüsseln stecken, hatten die Kinder, so arm sie waren, oft mehr Freude, als den reichen Kindern die kostbarsten Spielzeuge gewähren können. In dem klaren Bache, dessen beide Ufer zur Freude der Kinder reichlich mit Blumen prangten, gab es schöne Forellen, und auf Ruprechts Tisch kam manche Goldforelle, die einer fürstlichen Tafel zur Zierde gereicht hätte. In dem nahen Steinbruche fand man vorzüglich schöne Versteinerungen. Manche Steine des gelblichen Schieferthrones enthielten die herrlichsten Abdrücke von Kräutern, Blättern und Blumen. Niklas trieb seine Ziegen sehr oft in diese Gegend.
suchte sich immer einige der schönsten Stücke aus, nahm sie mit nach Hause und brachte nach und nach einen ansehnlichen Vorrat zusammen. Reisende, die zu Zeiten in das Gebirge kamen, kauften davon und der gute Knabe gab das erlöste Geld allemal mit Freuden seinem Vater. Die größte Freude machte es dem guten Niklas, wenn er abends, nachdem er seine Ziegen eingetrieben hatte, den Vater im Walde besuchen und mit ihm in dem Hüttchen aus Tannenästen bei den rauchenden Kohlenhaufen übernachten durfte. Von hier aus konnte man das alte Raubschloss recht gut sehen. Wann hier die Sonne bereits untergegangen war und die Tannen umher wie schwarz aussahen, leuchtete der alte Turm im Glanze der Abendsonne noch hell wie Glut. Niklas sagte einmal: »Ich bin begierig zu wissen, wie es innen in dem alten Schlosse aussieht. Ich werde, wenn ich wieder einmal mit meinen Ziegen dahin komme, den Berg vollends besteigen und die zerstörte Burg näher zu beschauen.« Der Vater warnte ihn mit aufgehobenem Zeigefinger und sprach: »Tu das nicht, Niklas. Die alten Mauern sind sehr baufällig. Es könnte dir dort leicht ein Unfall begegnen.« Der Knabe fragte: »Aber wie ist es denn zugegangen, dass diese herrliche Burg so greulich zerstört wurden?« Der Vater erzählte ihm von dem bösen Ritter, der einmal dort gehaust hatte, allerlei schauerliche Geschichten. Dem guten Niklas wurde Angst und Bange, als er vernahm, wie der Bösewicht die Leute weit umher beraubt und gleich dem reichen Prasser gelebt habe, bis endlich sein Maß voll geworden und wie er dann gefangen, durch das Schwert hingerichtet und die Burg durch Feuer zerstört wurde. Am Ende der Erzählung sagte der Vater: »Siehst du, so geht's. Der Bösewicht besteht nicht. Er ist wie das Gras auf den öden Mauern dort oben, das halb verdorrt. Gott bestraft alles Böse. Wäre der Ritter ein braver Mann gewesen, so stünde das Schloss jetzt noch in seiner Herrlichkeit da und wäre wohl noch bis auf den heutigen Tag von seinen Nachkommen bewohnt. So aber ist dieser Turm ein Denkmal von Gottes Strafgericht für unsere und alle künftige Zeiten.« Zwei. Der junge Fuchs. Eines Tages trieb Niklas seine Ziegen in die Nähe des Steinbruches. Während die munteren Tiere an den Gesträuchen nagten, suchte er nach Versteinerungen. Da hörte er mit einem Male etwas seltsam wimmern. Er sah nach und erblickte in einer der Steingruben einen jungen Fuchs, der da hinabgestürzt war und an den steilen Wänden vergebens heraufzuklettern suchte. Niklas hatte Mitleid mit dem armen Tiere, fand ein Stück einer halb verwitterten Tanne, bediente sich derselben als einer Leiter, kletterte an den Überbleibseln der Äste hinab und kam mit dem verunglückten Tiere glücklich wieder herauf. Er trug den Fuchs nach Hause, um ihm den Vater zu zeigen. »Jäh«, sagte die Schwester, als Niklas in die Grube trat, »was hast du denn da für einen seltsamen Hund?« »Das ist ein junger Fuchs«, sagte der Vater, »nur wenige Monate alt. Das arme Tier sieht sehr abgemagert und halb verhungert aus.« Der Knabe erzählte, wie er ihn bekommen habe. »Nun wundert's mich nicht, dass der Hunger haben mag«, sagte der Vater. »Von dir aber ist es schön, dass du dich des verschmachtenden Tieres barmherzig angenommen hast.« Die Mutter brachte ein irdenes Schüsselchen Ziegenmilch, und das arme Tier leerte und schleckte es sogleich mit der größten Begier bis auf den letzten Tropfen aus. »Du magst den jungen Fuchs behalten und aufziehen«, sagte der Vater. »Er vermehrt zwar unsere Tischgesellschaft um meinen Kopf, allein für einen solchen Kostgänger bleibt immer etwas übrig.« Der Fuchs fand sich auch allemal richtig bei der Mahlzeit ein, lernte alles fressen und hielt sich immer zu dem Hause, als wenn er dazugehörte. Sein größter Wohltäter aber blieb Niklas.
Er fütterte ihn immer reichlich und das Tier war ihm sehr zugetan, ließ ihn mit sich spielen, machte allerlei muntere Sprünge und lief ihm wie ein zahmes Hündlein überall nach. Allein bald zeigte sich des Fuchses räuberische Natur. Er stahl der Mutter ein Hühnlein und verzehrte es heimlich in dem Gebüsche hinter der Hütte. Die Mutter kam dazu und fing an, laut zu jammern und zu zanken. Der Vater wollte den Dieb totschlagen. Niklas weinte und bat, den armen Schelm zu verschonen. »So mag er denn leben«, sagte der Vater. »Aber fort muss er.« Den Tag darauf kam der Schmied aus dem nächsten Dorfe mit einem Wagen, eine Fuhre Kohlen zu holen. Er zeigte Lust zu dem Fuchse. »Meine Buben hätten 1000 Freuden damit«, sagte er. Da Niklas das Tier doch nicht behalten durfte, so schenkte er es ihm. Der Schmied versprach, dem Knaben etwas anderes mitzubringen, woran er Freude haben werde, legte dem Fuchse einen Strick um den Hals, in dem er ihn führte, und fuhr mit seinem Wagen ab. Das arme Tier sah sich noch oft um und ging ungern mit seinem neuen Herrn. Niklas stand mit Tränen in den Augen vor der Haustüre und sah seinem lustigen Gesellschafter noch lange recht betrübt nach. »Lass ihn«, sagte der Vater. »Es geschieht ihm recht. Dem Dieb gehört ein Strick um den Hals. Wenn du einmal so schlecht werden und stehlen könntest, so müsstest du, so lieb ich dich habe, mir auch aus dem Hause. Und der Strick würde dir am Ende nicht ausbleiben.« Drei. Das unterirdische Gefängnis. Niklas vergaß seinen Fuchs und wanderte wieder vergnügt mit seinen Ziegen in den Bergen umher. Einmal weidete er sie am Schlossberge. Als es bereits Abend war und er die Ziegen nach Hause treiben wollte, vermisste er eine davon. Er suchte sie weit umher und bestieg mit viel Mühe den steilen Berg. »Vielleicht«, dachte er, »hat sich die Ziege in das alte Gemäuer verlaufen.« Auch kam ihn eine große Lust an, die alten Mauern und den Turm, das Wunder der Gegend, in der Nähe zu beschauen. Zwar fiel ihm die Warnung des Vaters ein, allein er dachte, »es wird nicht so gefährlich sein«, »ich will einmal hinaufsteigen.« Vor dem ehemaligen Tore waren nur mehr die Trümmer zu sehen. Niklas irrte zwischen den bemoosten Mauern, herabgestürzten Quadersteinen und verwachsenen Gesträuchen umher. Ganze Bäume, Tannen und Eichen waren aus den ungeheuren Schutter aufgewachsen. Er staunte den mächtigen Turm an, dessen oberstes Gemäuer zerstört und mit Gesträuch bewachsen war. Er ging durch das schmale, offene Pförtchen in den geräumigen Turm hinein. Auch hier war alles voll Gebüsch. Große, mit dichtem Moose bewachsene Steine lagen umher, und auf den herabgefallenen Mauertrümmern sah man gelbes, verdorrtes Gras. Es schauerte ihn, als er die Verwüstung so ansah. »Mein Gott«, sagte er, »der Vater hatte doch recht, der Böse besteht nicht. Er verdorrt wie Gras auf öden Mauern.« Es lief ihm eiskalt über den Rücken und er wollte gehen. Jetzt aber bewegten sich auf einmal alle Gesträuche um ihn her und neigten sich gegen ihn. Es entstand ein dumpfes Gekrach. Der Boden wich unter seinen Füßen und plötzlich versanken Gesträuche und Steine um ihn her und er mit ihnen in einen Abgrund, der so tief war als ein Seebrunnen. Niklas lag nun in einem unterirdischen Gefängnisse, dessen morsches Gewölbe mit ihm eingebrochen war. Ein solches Gefängnis nannte man in den alten Ritterzeiten das Burgverlies. Niklas war vor Schrecken beinahe des Todes, indes hatte er keinen Schaden genommen. Allein bald sah er mit Entsetzen, dass er an den glatten Mauern nicht mehr heraufkommen könne. Es kam ihm eine wahre Todesangst an,
Kröten und Nattern, die sich oben zwischen den Sträuchern und Steinen aufgehalten hatten und mit ihm herabgestürzt waren, krochen und zischten um ihn her. Dies verursachte ihm noch größeren Schrecken. Er schrie von Zeit zu Zeit um Hilfe, allein seine Stimme verhallte vergebens zwischen den hohen Mauern. Weinend und die Hände ringend, saß er auf dem Schutte und blickte zu einem klaren blauen Himmel hinauf, der durch den weiten Riss im Gewölbe und durch die überhängenden Gesträuche wunderschön zu ihm herableuchtete. »O du lieber guter Gott«, rief er, »der du da droben im Himmel wohnest, kein Mensch hört meine Stimme, nur du hörest mich. Kein Mensch weiß, dass ich hier bin, nur du siehst mich. O erbarme du dich meiner, lass mich hier nicht umkommen in dieser grässlichen und fürchterlichen Höhle. Ach, verzeih mir, lieber Gott, dass ich die Warnung meines Vaters nicht befolgt habe. Verzeih mir und hilf mir wieder herauf. Oh, in meinem ganzen Leben will ich meinen Eltern nicht mehr ungehorsam und dir beständig dankbar sein.« Er hörte nicht auf zu beten und zu weinen. Jetzt ward es immer dunkler um ihn her. Die Nacht brach ein. An dem Himmel, von dem er nur einen schmalen Streifen sah, flimmerte hier und da ein Sternlein. Das blasse Mondlicht, das durch die leeren Fensteröffnung des Turmes und hoch oben in den ganz offenen Turm hereinschien, erhellte die grauen Mauern und milderte die dichte Finsternis. Allein jetzt vernahm er ein schauerliches Schnauben. Hohles, klagendes Geheul widerhallte in dem einsamen Gemäuer. Schwarze Gestalten schwebten oben im Turme von Zeit zu Zeit schnell hin und her. Niklas konnte zwar nicht deutlich sehen, aber umso größer war seine Furcht. Es schauderte ihm davor. Er schloss die Augen und Angstschweiß bedeckte seine Stirne. Ihm kamen die gräulichen Gespenstergeschichten zu Sinne, welche ihm die Vorknechte, die zu Zeiten Kohlen holten, von dem alten Raubschluss erzählt hatten. Er flehte innigst und aus allen Kräften der Seele: »O Gott! Gott, rettet du mich! O ihr heiligen Engel Gottes! Steht mir bei und beschützt mich!« Unter Angst und Schrecken ging ein Teil der Nacht vorüber. Endlich schickte Gott dem erschöpften Knabe einen sanften Schlaf und er schlief bis an den Morgen. Vier. Sehnsucht nach Erlösung. Der arme Niklas war wohl herzlich froh, als er erwachte und es wieder Tag war. Es war ihm viel leichter um das Herz, da er die Gesträuche zuoberst am Turme von der Morgensonne vergoldet sah. Allein er fing aufs Neue an zu jammern und zu weinen. »O du lieber Gott«, betete er, »du hast das schöne Morgenrot geschaffen. Du lässt es nach der dunklen Nacht wieder Tag werden. Du kannst auch das größte Leiden in Freuden verwandeln. O, ende meinen Jammer und auch den Jammer meiner guten Eltern. Führe mich wieder zu ihnen, dass wir uns alle wieder miteinander freuen. Oh, das wäre eine Freude, wenn ich wieder nach Hause oder sie hierher kämen. Sie würden mir bald hierauf helfen. Du kannst es noch leichter. Du hast mich noch lieber. Oh, hilf mir herauf aus diesem grässlichen Aufenthalte.« Unter stillen Tränen und wiederholtem lauten Rufen verfloss ihm der Morgen. Nichts regte sich um ihn, nur kam hier und da ein Vöglein weit oben auf das hohe Gemäuer geflogen und stimmte sein fröhliches Liedchen an. Dem guten Niklas kam aber dieser liebliche Gesang sehr traurig vor. »Ihr habt gut singen«, sagte er, »ihr munteren, fröhlichen Vöglein. Ihr seid frei und eure Flügel tragen euch, wohin ihr wollt. Ach, wenn ich auch Flügel hätte, so wollte ich bald oben sein und zu meinen lieben Eltern nach Hause fliegen. Doch ohne Wissen und Willen des Vaters im Himmel fällt ja keines von euch zur Erde. Gott weiß es und es ist sein Wille, dass ich in dieser Grube fiel. Er hat mich doch lieber als euch alle. Er, der für euch sorgt, wird auch meiner hier nicht vergessen.« Bisher hatte der arme Knabe vor Angst und Jammer nicht an Essen und Trinken gedacht. Als aber bereits der Mittag vorüber war, regte sich der Hunger.
Zum Glück hatte er noch etwas Brot und Ziegenkäse in seiner Hirtentasche. Er aß etwas Weniges davon und netzte jeden Bissen mit Tränen. »Wie wird bald der kleine Vorrat zu Ende sein?« sagte er. »Und dann muss ich Hunger sterben. Doch der liebe Gott, der die Völker ernährt, wird mich nicht verschmachten lassen.« Allein jetzt wurde Niklas von heftigem Durste gequält. Er war schon gestern an dem schwülen Nachmittage und am Abend sehr durstig gewesen. Das trockene Brot nebst dem sauren Käse, wovon er eben gegessen hatte, vermehrten seinen Durst. »Ach, du lieber Gott«, seufzte er mehrmals, »lass mich doch nicht verdursten. Du tränkest ja alle Gräslein und Blütlein mit Tau und Regen. Oh, gib mir nur ein Tröpflein Wasser.« Er fühlte sich sehr matt und legte sein Haupt auf einen Stein. »Lieber Gott«, sagte er mit Tränen, »oh, wenn ich denn hier verschmachten soll, so lass mich jetzt sanft einschlafen und im Himmel bei dir wieder aufwachen. Nur tröste meinen guten alten Vater, meine liebe Mutter und auch die kleine Thekla.« Fünf. Neue Schrecken. Niklas blieb eine Weile so liegen, schlummerte endlich ein und schlief bis gegen Abend. Ein furchtbarer Donner schreckte ihn aus dem Schlafe auf. Es war bereits dunkel. Der Himmel hatte sich mit schweren Gewitterwolken überzogen und es war früher Nacht geworden. Ein gewaltiger Sturmwind brauste in dem hohlen Turme und mancher losgerissene Stein fiel mit großem Getöse in den Turm herab. Der zitternde Knabe war des Lebens nicht mehr sicher. Er fürchtete, das Gewölbe möchte vollends einstürzen und ihn erschlagen. Er flüchtete sich in die äußerste Ecke seines Gefängnisses. Indes blitzte es fast unaufhörlich, als stände der ganze Turm in Flammen und die schrecklichsten Donner schienen seine alten Grundfesten zu erschüttern. Niklas betete mit aufgehobenen Händen. Jetzt rauschte ein mächtiger Platzregen nieder. Niklas sah bei dem Glanze der Blitze, die alles um ihn her leuchteten, dass alle Blättlein der Sträucher umher von Regen tröpfelten. »Oh, du lieber Gott«, rief er freudig, »wie gut bist du. Ich habe dich nur um ein Tröpflein Wasser gebeten und du gibst mir nun deren viele Tausende. Dieses Gewitter, von dem ich zittere und bebte, ist die größte Wohltat für mich. Du bist in allem, was du tust, die lautere Güte.« Niklas fasste die großen, schweren Regentropfen, die in den Blättern hingen, mit dem Munde auf und stillte seinen Durst. Das Gewitter verzog sich. Es blitzte zwar noch sehr stark, allein es donnerte nur mehr dumpf aus weiter Ferne her. Niklas fühlte sich aufs Neue im Vertrauen auf Gott gestärkt und betete. »Oh, du lieber Gott im Himmel, oh, gib es meinem Vater doch ein, dass ich hier bin. Er denkt nicht daran, mich hier zu suchen. Oh, lass es ihm durch einen Engel heute Nacht im Traume ins Ohr sagen. Der wird ja gleich aufstehen und hierher kommen und mich aus meiner Gefangenschaft erlösen.« Der Regen hatte nunmehr aufgehört. Man hörte gar nicht mehr donnern. Nur blitzte es noch von Zeit zu Zeit. Dann war wieder Finsternis und Todesstille umher. Jetzt hörte aber der erschrockene Knabe oben am Rande des offenen Gewölbes etwas herumschleichen und vernahm das Rasseln einer Kette. Ja, er sah bei dem Glanze der Blitze, dass es zu ihm herunterschaute. »Ach Gott, was ist wohl dieses?« dachte Niklas. »Ach, ich fürchte, es ist ein Gespenst.« Ihm wurde aufs Neue Angst und Bange. Er verstand wieder und hörte die Kette nicht mehr. Aber nicht lange, so winselte und scharrte etwas dicht neben ihm, zunächst der Mauer, an der er saß, unter dem Boden. Er fuhr mit Entsetzen auf und entwich in eine andere Ecke seines Gefängnisses. Allein das unbekannte, gefürchtete Wesen arbeitete sich aus der Erde hervor und sprang im Dunkeln auf Niklas zu und an ihm hinauf.
Niklas stieß einen Schrei des Schreckens nach dem anderen aus. Jetzt blitzte es wieder und Niklas erkannte nun das vermeinte Ungetüm. Es war sein getreuer Fuchs. Der Schrecken des Knaben verwandelte sich in Freude. Der Fuchs liebkoste ihn und schmiegte sich um seine Füße. Dann sprang er wieder freudig in großen Sprüngen umher. »Du gutes Tier«, sagte Niklas. Du bist also das gefürchtete Gespenst. Oh, sei mir tausendmal willkommen. Ja, du hast es nicht vergessen, dass ich dich einmal aus der Steingrube erlöste, du dankbares Tier. Und kommst nun zu mir und suchst mich in meiner Schreckenshöhle heim und würdest mich gern erlösen, wenn du nur könntest. Aber was hast du denn da am Halse? Das ist ja ein Stück von einer Kette. Hat dich denn der böse Schmied an diese Kette gelegt? Nun, du bist aber doch wieder aus deiner Gefangenschaft erlöst worden. Ach, ich bin gleichsam mit Ketten hier angekettet. Aber ich denke, der liebe Gott will mich durch dich vielleicht doch von diesen meinen Ketten, die zwar nicht von Eisen, aber doch sehr fest sind, wieder losmachen. Ja, gewiss hat er dich gesendet, mich zu erlösen. Dem bekümmerten Knaben war es jetzt wieder leichter um das Herz, da er ein bekanntes, lebendes Wesen um sich hatte. Alle Furcht war ihm vergangen. Er suchte eine trockene Stelle in dem Gewölbe, setzte sich auf einen Stein und der Fuchs legte sich zu seinen Füßen. Sechs. Befreiung aus dem Kerker. Als die Morgendämmerung anbrach und es etwas heller wurde, dachte Niklas, ich muss doch sehen, wo der Fuchs hereingekommen ist. Vielleicht kann ich dort hinauskommen. Er bemerkte zunächst am Boden eine kleine Öffnung, die von dem herabgefallenen Schutter des eingebrochenen Gewölbes verschüttet gewesen, ehe sie der Fuchs wieder aufwühlte. Niklas arbeitete den Schutt vollends hinweg und entdeckte einen engen unterirdischen Gang. Er wagte sich hinein, tappte im Finsteren immer weiter und weiter fort und meinte das Ende nicht zu erleben. Endlich kam er glücklich zur Seite des Berges heraus. Wie es ihm um das Herz war, als er aus dem tiefen Dunkel heraustrat und sich nun frei sah, den goldenen Morgenhimmel erblickte und die aufgehende Sonne und all die grünen Berge umher, von dem nächtlichen Gewitter erfrischt, und jedes Kräutlein, jedes Blümlein und Blättlein von hellen Regentropfen funkelnd, das lässt sich nicht aussprechen. Es war ihm nicht anders, als sei er vom Tode erstanden. »Oh, du guter, lieber Vater im Himmel«, rief er und fiel auf die Knie nieder. »Du hast mich errettet. Dir sei inniger Dank. Ja, es bleibt wahr, du verlässt keinen, der auf dich vertraut. Dank!« »Ewiger Dank sei dir!« Er stand auf und eilte nun, was er konnte, seinem lieben Eltern zu, und der Fuchs begleitete ihn. In seiner väterlichen Wohnung war indes große Trauer gewesen. Als abends die Ziegen ohne ihren kleinen Hirten heimgekommen waren, so hatte dies schon allen im Hause kein gutes Zeichen geschehen. Vater, Mutter und Schwester hatten ihren lieben Niklas noch in der Nacht und den ganzen folgenden Tag überall vergebens gesucht. Ihn droben in dem alten Schlosse zu suchen, schien ihnen unnötig, weil der Vater es ihm verboten hatte, dahin zu gehen. Sie fürchteten, er sei von einem Felsen gestürzt oder in den reißenden Waldstrom gefallen. Wie sie nun alle drei an dem schönen Morgen so traurig in der Stube da saßen und von nichts als dem großen Unglück redeten, das dem armen Niklas begegnet sein müsse, und als sie ihn bereits als tot beweinten, öffnete Niklas auf einmal die Türe und trat frisch und gesund herein. Alle schrien laut auf vor Freudenschrecken. »O Gott im Himmel«, rief der Vater, »Niklas, bist du's wirklich oder ist's dein Geist?« »Oh, Niklas«, rief die Mutter, indem sie ihn weinend in ihre Arme schloss. »Wir hielten dich alle für tot. Ach, du hast uns ein großes Leid angetan. Was ist dir doch begegnet?« Auch die Schwester kam mit ihren rotgeweinten Äuglein herbei und grüßte ihn freundlich.
Nachdem die ungestüme Freude sich ein wenig gelegt hatte, sprach der Vater zu Niklas: »Erzähle nun, wo du so lange geblieben bist, denn es muss dir doch irgendein Unfall begegnet sein.« Die Mutter aber sagte: »Niklas, warte noch ein wenig mit dem Erzählen, bis ich dir zuvor eine gute Milchsuppe zum Frühstück gekocht habe.« Die geschäftige, liebevolle Mutter war bald damit fertig, und Niklas aß nun und fing während des Essens an zu erzählen, und alle setzten sich um den Tisch, um zuzuhören. Auch der Fuchs saß zu den Füßen des Niklas, schaute beständig zu ihm hinauf und verwandte kein Auge von ihm, nicht um zuzuhören, sondern um seinen Anteil am Frühstück zu bekommen. Sieben. Väterliche Ermahnung und Dankbarkeit gegen Gott. Niklas erzählte ausführlich, wie in dem alten Turme der Boden mit ihm gebrochen, wie er in das fürchterliche Gewölbe weit unter der Erde hinabgefallen und wie er da weinte, betete, hungerte, durstete und so großen Ängsten ausstand. Mutter und Schwester wischten bei dieser Erzählung eine Zähre nach der anderen ab, und die Mutter sagte: »Ja, ja, Not lehrt beten, und in dieser heiligen Schrift steht, so spricht der Herr, ruf mich an in der Not und ich werde dich erretten.« Als Niklas von dem grässlichen Geheul und dem schwarzen, flatternden Schreckensgestalten redete, rief Thekla: »Oh, schweig! Mir schauert die Haut, ich wäre vor Furcht gestorben!« Der Vater aber sprach: »Sei doch nicht so einfältig, das waren Nachteulen, sonst nichts. Erzähle weiter, Niklas.« Niklas erzählte, wie in der schrecklichen Gewitternacht das treue, dankbare Tier zu ihm gekommen. »Ich denke«, sprach Niklas, »der Fuchs wollte mich aus meinem Kerker befreien, wie ich ihn aus jener Grube befreit habe.« »Das«, sagte der Vater, »mochte die Absicht des Fuchses nicht sein, lieber Niklas, indes ist doch so viel gewiss. Obwohl der Fuchs ein unvernünftiges Tier ist, so hat er doch Gefühl für seinen Wohltäter und suchte dich auf, sobald er auf deine Spur kam. Es ist dies immer schön, und mancher Mensch, der kein Gefühl für Wohltaten hat, könnte von dem Tiere lernen.« Endlich erzählte Niklas noch, wie er durch die Öffnung, durch die der Fuchs hereingekrochen, glücklich hinausgekommen. »Und so«, sagte Niklas und stellte dem Fuchse den Rest der Milchsuppe auf den Boden, »war doch der Fuchs die Ursache, dass ich aus meinem Kerker befreit wurde.« »Gott hat dich befreit«, sagte die Mutter. »Ihm danke du, und ihm können wir alle nicht genug danken.« »Indes ist es schon wahr, dass Gott sich dieses Tieres bediente, dich zu retten. Gott lenkte es so, dass der Fuchs sich von seiner Kette abreißen und die Öffnung zu deinem Kerker finden musste. Ja, dass du damals das fast verhungerte Tier fandest, war schon Gottes Fügung, die durch dasselbe das Leben zu retten. Hättest du aber, wie es manche mutwillige Buben machen, das Tier zu Tode gemartert, so wärest du zu deiner wohlverdienten Strafe in dem Raubneste da droben auch um das Leben gekommen. Darum sag ich euch immer, wir sollen gegen alle Geschöpfe mitleidig sein.« Dann fügte der Vater noch bei: »Kann übrigens ein unvernünftiges Tier dem Menschen solche Dienste leisten, wie viel mehr kann der Mensch dem Menschen zum Heile werden. Darum seid doch nie gegen den geringsten Menschen hart. Es wäre dies nicht nur eine Sünde gegen Gott und Menschen, sondern ein solcher Mensch handelte wohl recht sich selbst zum Schaden. Es ist ja schon geschehen, dass der ärmste Bettler einem Fürsten das Leben rettete. Lasst uns daher aber nicht aus Eigennutz, sondern aus liebevollem Herzen wohltätig gegen alle Geschöpfe Gottes sein, vorzüglich gegen das vornehmste aller Geschöpfe auf Erden, gegen den Menschen.« Hierauf gab der Vater dem Niklas noch einen ernstlichen, aber wohlgemeinten Verweis. »Ich habe«, sprach er unter anderem, »dich treulich gewarnt, du sollst das alte Schloss nicht betreten, weil dir dort leicht ein Unglück begegnen könnte. Ich habe es dir strenge verboten, dahin zu gehen.
Du aber hast auf meine väterliche Warnung nicht geachtet. Du hast mein Gebot übertreten. Siehst du nun, wie bös es ist, wenn Kinder ihren Eltern nicht gehorchen? Dein Ungehorsam war Ursache, dass du in jenen Abgrund gestürzt und beinahe um das Leben gekommen bist. Viele Kinder haben sich schon durch ihren Ungehorsam unglücklich gemacht. Sie haben Hals und Bein gebrochen, sind im Wasser ertrunken oder auch wie du in einen Abgrund gestürzt. Allein der schrecklichste Abgrund ist der Abgrund von Sünde und Elend, wohin der Ungehorsam führt. Manche ungehorsame Kinder haben sich nicht nur zeitlich, sondern ewig unglücklich gemacht. Darum, ihr lieben Kinder, gehorcht euren Eltern, die es so gut mit euch meinen. Gedenkt des vierten Gebotes, ehret Vater und Mutter, so wird es euch wohl gehen und ihr werdet lange leben auf Erden. Am folgenden Tage kam der Schmied, um einen Wagen voll Kohlen zu holen. Als er den Fuchs erblickte, rief er: Ah, ich dachte wohl, ich werde ihn hier finden. Ich habe daher eine neue, stärkere Kette mitgebracht, die gewiss halten soll. Zu Niklas sprach er: Dir, Niklas, habe ich den Fuchs noch nicht bezahlt. Sieh, da hast du anstatt des versprochenen Geschenkes einen neuen, glänzenden Gulden. Aber Niklas rief: Nein, nein, den Fuchs gebe ich nicht für 1000 Gulden. Er erzählte, welchen großen Dienst ihm das treue, dankbare Tier erwiesen habe. Der Schmied sagte: Nun schenke ich dir zu dem Gulden noch die Kette. Denn wenn deine Mutter nicht um all ihre Enten und Hühner kommen will, so musst du den Fuchs an die Kette legen. Am nächsten Sonntage dankten Eltern und Kinder dem gütigen Gott für die Rettung des Niklas, zuerst morgens in der Kirche. Am Nachmittage aber gingen alle miteinander auf das alte Raubschloss, um auch dort Gott zu danken. Auch wollten die Eltern und Thekla doch sehen, wo Niklas gesteckt habe. Als sie den Berg erstiegen hatten und bei dem Eingange angekommen waren, sprach der Vater: Lasst mich vorangehen und geht alle hinter mir her, damit keinem von euch ein neues Unglück begegne. In das Pförtchen des Turmes ging der Vater zuvor ganz allein hinein, um erst nachzusehen, ob noch einiger Boden fest genug sei, darauf stehen zu können. Er fand ein vorstehendes, festes Quaderstück, worauf zwei Personen bequem stehen konnten. Er rief zuerst die Mutter und alsdann die übrigen, jedes besonders herein. Die Mutter schaute mit Furcht und Zittern hinab in das tiefe, dunkle Gewölbe und sprach: Ach Gott, da drunten ist schauerlich. Wir können Gott nicht genug danken, dass er dem Niklas da wieder herausgeholfen hat. Das Sprichwort bleibt doch wahr. Der Herr führt in die Grube und wieder heraus. Das tut er, sprach der Vater, um uns über unsere Fehler und Vergehung zurechtzuweisen, um uns für unseren Leichtsinn zu bestrafen, um uns in der Geduld und im Vertrauen zu üben. Niklas hat das erfahren. Gott gebe, dass jeder Mensch, der in große Not gekommen, wie Niklas, am Ende mit David beten könne. Du, o Herr, hast mich in viele und große Angst kommen lassen. Du hast dich aber wieder zu mir gewendet, mir aufs Neue das Leben gegeben und mich wieder herausgeführt aus dem Abgrunde der Erde.